Endlich Ferien, Urlaubszeit, Reisezeit. So war das mal. Aber aktuell ändert sich aufgrund der pandemischen Lage das Urlaubsverhalten und Erholung und Entspannung werden vor der Haustür gesucht und gefunden. Deutschland mit seinen 16 Bundesländern wird als Urlaubsziel immer beliebter. Und auch unser schönes NRW hat vieles zu bieten. Der Ruhrbergbau hat über viele Jahre im Ruhrgebiet eine einzigartige Heidenlandschaft entstehen lassen. Und wo einst Deponien, Schlackeberge, Abraum oder Bergehalden in die Höhe ragten, so prägen heute faszinierende Landschaftsparks im Hügelformat aus Spitzkegeln, Terrassen und Tafelbergen mit weithin sichtbaren, begehbaren und vor allen Dingen spektakulären Landmarken von hohem touristischen und vor allem Freizeitwert die Region. Von den unzähligen und unterschiedlichen Halden, die der Bergbau hat entstehen lassen, sind zwischen Neukirchen-Flühen und Hamm zahlreiche Ruhrpott-Mountains entstanden, die zum Gipfelstürmen einladen. Ödland AD, Abenteuer, Erlebnislandschaft, Juche! Die schönsten Revierwandertouren mit Aus- und Weitblicke beschreiben die Autorinnen Nicola Hollmann und Andrea Slavik in ihrem Buch Wanderbare Halden, das im Klartext Verlag erschienen ist. Portananda hat zu Rezensionszwecken ein Exemplar vom Klartext Verlag erhalten, um den Inhalt dem geneigten Interessenten, Leser oder geneigten Interessentin, Leserin näher zu bringen. Und obwohl ich die Autorin Nicola Hollmann zufällig mal auf einer meiner Wanderungen in der Hart sogar persönlich getroffen und kennengelernt habe, entspricht die Rezension meiner ganz eigenen Bewertung. Wanderlust auf wanderbare Halden, Portananda probiert's aus. Ob die Aussichten halten, was sie versprechen und ob sich die Wege lohnen. Urbane Wege, Wälder und Landschaften im Potcheck. Kommt mit, geht raus, lauft los. Portananda auf Entdeckungstour auf den Dächern des Ruhrgebiets. Was taugt der Heidenführer in der Printversion? Ist ein Buch ein hilfreicher Begleiter? Reicht die Wegbeschreibung oder müssen doch Kartenmaterial und GPX-Daten zum Einsatz kommen? Ich werde es heldenhaft für euch, mit euch herausfinden auf den nächsten Touren. Seid gespannt, demnächst mehr bei Portananda. Bleibt dran! Griffiges Format im typischen Heidenhimmelblau mit einem bekannten und beliebten Haldenmotiv aus Essen. Der 15 Meter hohen Skulptur Bramme für das Ruhrgebiet von 1998 des amerikanischen Künstlers Richard Serra. Absolut einladend und vielversprechend, wie ich finde. Hier die drei Wanderer auf dem Cover. Ich möchte am liebsten dorthin sofort folgen, zumal ich den Ausblick ja auch kenne. Ja, der Buchrücken verspricht schon einiges und lässt mich vorahnen, was ich in diesem Buch zu erwarten habe. Und auch sehr erfreulich, es erwartet mich. Kartenmaterial und ich bin ein Freund, ja, ich gebe es zu, auch von GPX-Daten und Service-Tipps. All das machen wir jetzt erstmal auf. Ganz vorsichtig. Ist ja noch eingeschweißt. Und dann blättern wir ganz einfach mal ganz, ganz schnell durch. Ich kenne das Buch absolut auch noch nicht. Und ja, wunderbarer Buchgeruch. Im Schnelldurchlauf habe ich sofort Lust einzutauchen und werf nun mal einen Blick in den Inhalt. Ja, Kloster Kamphalde, Norddeutschland, Rheinpreußen, Tiger Turtle, Bottrop, Gladbeck, Schurenbachhalde, Nordsternpark, Mechtenberg, Rheinelbe, Hohe Wart natürlich. Oh, sehr schön. General Blumenthal, Schwerin, Halde Schwerin, Brockenscheid, erst noch gewesen. Dortmund, Halde, Großes Kreuz in Dattelnhamm. Ja, Hamm. Haldenhopping. Ach, wunderbar.
Das Geleucht, herrlich. Da Klosterkamp. Wegbeschreibung, super bebildert, wie ich finde. Auch übersichtlich und klar beschrieben. Ach, wunderschön. Das ist auf jeden Fall sehr schnell und sehr griffig zu erfassen. Ich freue mich auf jeden Fall schon, das Buch mit auf die Touren zu nehmen und das auch mal nachzulaufen. Da war ja auch schon wieder meine Lieblingshalde, Halde Haniel, wunderbar mit dem Totem. Ja, das ist erwartungsgemäß genau das, was ich gehofft habe vorzufinden. Ich freue mich auf die Lektüre. Und liebe Autorinnen Hollmann und Slavik, ganz, ganz herzlichen Dank und auch an den Klartext Verlag fürs zur Verfügung stellen dieses wunderbaren Rezensionsexemplars. Und bleibt auf jeden Fall gespannt, wenn es heißt, Potananda, probiert's aus. Auf geht's!